2009 haben Martin Heim, Wolfgang Weimer und Frank Zimmermann gemeinsam die Rum Company gegründet und sich dem Thema Rum komplett verschrieben. Kurz darauf haben sie dann auch begonnen, eigene Blends herzustellen, unter der Federführung des Masterblenders Frank Zimmermann. Und da habe ich etwas ganz Besonderes für euch hier in diesem Video. Das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und auf diese Flasche gehe ich gleich mal näher ein. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven. Herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Es handelt sich um den Rum Company 15 und wenn ihr wisst, was ein Solera Rum ist und was Blended Rums sind, dann versteht ihr, was das Besondere hier an der Flasche ist. Das Solera-Verfahren, da wird, um das mal ganz kurz zu erklären, in mehreren Rumfässern, in mehreren Eichenfässern, in denen Rum lagert, von oben immer Rum nachgefüllt und der untere Drittel, also das untere Drittel der Eichenfässer, wird regelmäßig abgefüllt in Flaschen. Das heißt, jeder Rum, der oben reingefüllt wird, ist eine gewisse Zeit lang auch in den Fässern gewesen. Aber man weiß halt nicht, wie lange. Und ihr müsst mal darauf achten, viele Rums, die werden tatsächlich betitelt mit 23 Jahre und in Wirklichkeit steht dann unten drauf Solera-Verfahren. Keiner weiß wirklich, wie alt also dieser Rum tatsächlich ist. Und geblendeter Rum, also Blended Rum, der wird halt auch zusammengemischt aus mehreren Fässern und auch da ist es letztendlich Vertrauenssache, was wirklich in den Rums war. Die Rum Company hat nun eine ganze Serie mit Rums, 15, 20, 25 Jahre alten und sie garantieren, dass dieser karibische alte Rum in Eichenfässern wirklich und garantiert mindestens 15 Jahre gereift ist und das schmeckt man ihm hoffentlich auch an. Wir machen mal eine Runde um die Flasche. Die Rum Company hat ja ihr eigenes Flaschendesign, dieses quadratische. Das finden wir bei jeder Flasche wieder. Ich habe ja auch schon einige andere Videos zu dem Thema gemacht. Schaut da auf jeden Fall auch nochmal rein. Und hier sehen wir nun auf der Flasche das Label Rum Company, dann darunter Rum Company 15. Ein Blend aus Premium Rums der Karibik, 15 Jahre in Eichenfass gelagert. Und dann schön die 15, die leider schon etwas ausgeblichen ist. Die Flasche ist also auf jeden Fall schon älter als 15 Jahre, aber wenn er in der Flasche abgefüllt ist, dann reift er halt leider nicht weiter, von daher ist es trotzdem 15 Jahre alter Rum. Und dieser Rum, der hat auf dem IWSC sogar Silber 2012 abgreifen können, in der Kategorie Outstanding Rum und das ist halt wirklich etwas ganz Besonderes. Ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall jetzt drauf, wir werden mal die Flasche öffnen und schauen, wie er schmeckt. Könnt ihr hier sehen, das ist so Bernsteinfarben, das sieht sehr gut aus und als erstes wollen wir natürlich mal schauen, wie er riecht. Und da ist der erste Eindruck, er riecht sehr fruchtig, er riecht recht leicht, aber auch süß. Er riecht nach Kirsche, so nach eingelegter Kirsche. Aber er hat auch ein bisschen was Bitteres, finde ich. Also so eine leichte Bitternote drin. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, er riecht tatsächlich sehr leicht und fruchtig. Schauen wir mal, wie er schmeckt. Prost! Und da schmecke ich auf jeden Fall irgendwie Sherry-Fässer raus. Das schmeckt ein bisschen holzig auf jeden Fall. Dann so der Nachklang von Schokolade tatsächlich, aber er schmeckt sehr leicht dabei tatsächlich. Er hat so eine schöne Süße auch dabei, muss man sagen. Also gerade so hier im Rachen läuft es einem doch recht süß den Hals runter. Er hat ein bisschen was von so einem Obstler, aber also er schmeckt fruchtig und trotzdem aber deutlich süßer als ein Obstler, also das ist wirklich was Feines. Ihr Lieben, wenn ihr Whisky mögt, wenn ihr Rum mögt, dann seid ihr hier bei dieser Serie anscheinend gut aufgehoben,
Das ist richtig guter Rum. Und wenn ihr was Besonderes zum Verschenken sucht, das ist schon eine Klasse höher, dann solltet ihr auf jeden Fall bei der Rum Company mal vorbeischauen, weil die machen richtig guten eigenen Rum. Ich habe auch schon einige andere vorgestellt, zum Beispiel zuletzt hier gerade den Whisky Finished Rum, ein Solera von 2015, auch sehr interessant. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ich habe auch den 20-Jährigen und den schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Nüchtern bleiben. Prost!